Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Wir sind hier in den Katakomben, keine Ahnung, wo wir sind. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil wir den Zeitfenster natürlich wieder haben. Und ich habe das Zeitfenster mal verpasst. Hat eigentlich zu lange gemerkt am Anfang. Wie gesagt, das ist hier alles aufeinander abgestimmt, zeitlichst. Jetzt müssen wir mal unseren ersten Dings, möchte ich gerne... Cool. Du schießt ihn in den Magen und er fällt trotzdem um. Geile Scheiße. Finde ich gut. Ach, der schnarcht. Wohl. Wie geil ist das denn? So, den packe ich mal lieber hier zur Seite. Das ist mir sicherer. Hier hinten kommt übrigens auch einer. Den müssen wir uns auch schnappen. Da steht ja zwei. Alter, Alter. Ach, aus. Weg. Tschüss. So, eh halt einen Körper aufnehmen. Den müssen wir auch wegziehen hier. Weil wenn der Typ da nochmal kommt, dann halt ein Problem. Also, den packen wir mal hier hinten hin. What the fuck war das denn? Wollt ihr mich verarschen? Was zum Henker? Ich hab da keine Bombe sonst was geworfen. Boah, gut, also normal. So, hier rein. Zack, dann hier schon mal Q drücken. So, ein Stealth Knockout. Sehr gut. Den wegnehmen. Ich lach mich tot, Alter. Ich lach mich tot, die schnarchen. Zu geil. Zu geil. So, kommst du jetzt alleine oder kommst du zu zweit? Wenn ihr zu zweit kommt, wäre das ziemlich uncool. Muss ich gestehen. Wie gesagt, diese... Die kommt zu zweit. Guck mal, wie sie da stehen. Fast ineinander. Laut meinem Radar. Der andere geht gleich weg und dann schnappen wir uns den hier. Jetzt zum Beispiel. Sei leise. Genau. Schnauze. So, den nehmen wir mit. Und jetzt bitte keinen Knall hier oder irgendeinen Scheiß hier. Ich habe nichts verbrochen. Schwupp, den legen wir hier ab und dann gehen wir hier lang. So. Zack, wir müssen gleich darüber. Wenn der sich da wegdreht. Na komm schon. Was kommt der jetzt da lang? Gehen beide rüber, sehr gut. Weil der da eben weggeht, also wenn der da, weil der da eben reingegangen ist, deswegen mussten wir den anderen eben da wegbringen. Seltsam. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Nein, 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 nein. Oh, gut, dass der unsere Leute nicht gesehen hat. Dann wäre das alles wieder im Popo gewesen. So, zieh runter. Witzigerweise hört er uns hier unten im Wasser nicht planschen. Und was auch wichtig ist, wenn ihr den da oben mitnehmt, ist ja quasi bares Geld, schwupp, macht das hier zwischen den beiden Eingängen, weil nämlich da Gitter sind und hier könnt ihr wegnatschen. Geht er gerade zurück. Da kann er übrigens auch liegen bleiben. Sollte eigentlich passen. Das ist ein Gepanzerter. Der sollte uns gefälligst nicht sehen. Hm.
Und sobald er wieder an uns vorbei ist, huschen wir genau nach rechts ab. Da, wo er jetzt quasi steht, da müssen wir hin. Wenn wir uns beeilt hätten, hätten wir es noch geschafft, aber gut. Wer drängt uns denn? Niemand drängt uns. So, du gehst. Steht da? Sehr gut. Und jetzt los. Zack, zack, zack. Ein bisschen sehen sie uns. Oh nee, nicht mal das. Super. Zack. Und Abschnitt durch. Bäm. Okay, hör zu, Sam. Das ist ein alter Abwassertunnel. Wie es aussieht, führt er zu einer Wasseraufbereitungsanlage. Ist vielleicht ihr eigentliches Ziel. Die Drohne reagiert nicht mehr. Sekunde. Ich schicke noch eine. Deine Männer sind bei der Wasseraufbereitungsanlage. Wieso? Fahr zur Hölle. Ich sag's dir. Eine Biowaffe. Sie benutzen eine Krankheit. Sie vergiften die Wasserversorgung? Wie entschärfe ich die Bomben an den Geiseln? Der Code. USB-Stick am Gürtel. Ich hab dir alles gesagt. Hab dir geholfen. Du kannst mich nicht töten, bitte. Ich kann, aber ich mach's nicht. Grim? Haben mitgehört, Sam. Ich habe einen USB-Stick. Verbinde ihn mit Orbsat. Gib sie ans Sondereinsatzkommando weiter und bedank dich für ihre Geduld. Sam, die Überwachungsdaten zeigen, dass die Transporter vom Flughafen seit einer Stunde hier sind. Scheiße, kommen wir zu spät? Keine Ahnung. Beeil dich. Wir sollten Gummi geben. Total wohnlich hier unten, wa? Kriegt man doch Lust auf mehr. Mal durch. Und jetzt kommt auch ein ganz eigentlich ein leichter Abschnitt, aber vorhin habe ich den verkackt bei der Probe nochmal. Da sind die Drohnen, die dürfen uns nicht sehen. Fahrt nicht ins rote Licht. Und bevor ihr hier unten rumschlagt, nehmt lieber den Weg nach oben. Und da seid ihr unbehelligt, könnt ihr hier durch. Sieht euch keine Sau. Natürlich nur, solange ihr hier rumschleicht. Aufrechter Gang und Sprint ist natürlich uncool, dann sieht euch jeder. Und die Wachen hören euch auch. So, und wir machen jetzt Track 17. Wir versuchen es damit. Die müssen nach da gucken und wir müssen runter. Schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es. Wow. Sam, wir haben es definitiv mit den Engineers zu tun. Das war knapp. Der USB-Stick wurde mit einer militärischen Variante so der DES-Verschlüsselung dreifach gesichert. Es ist dieselbe Verschlüsselung, die Sadiq in Mirava einsetzte. Gute Arbeit, Charlie. So, Ladies and Gentlemen, jetzt müssen wir nur noch eins machen. Ups. An dem kann man sich theoretisch vorbeischleichen, aber meine Stealth-Aktivität ist noch nicht so. Dass man sagen würde, okay, es passt. Also meine Stealth-Dingens hier, Ausrüstung. So, das wird jetzt hier wieder ein bisschen tricky. Ich sehe, dass du dich der Anlage näherst. Ja. Über das Dach kannst du da reinkommen. Schön. Das Problem ist jetzt aber, um aufs Dach zu kommen, müssen wir an zwei Typen vorbei. Und die stehen immer voll ungünstig. Ich glaube, ich habe das erste Mal... Habe ich das hier gemacht? Die beiden nerven da rum. Die nerven richtig. So, der eine geht jetzt hier runter, der andere kommt da die Treppe lang und kommt dann auch den Weg hier lang. Und mein Problem ist, ich kann den nicht so wirklich entsorgen. Wir müssen gleich hinterher. Jetzt.
gesagt. Fuck it. Stimmt, da ist noch einer. So, den müssen wir mal schnell hier so versuchen zu entsorgen. Es geht eigentlich nicht, weil das ist eine unsichtbare Wand. Egal, wir klettern hier hoch. Aufs Dach, wie wir sollen. Und der Alarm wird leider gleich losgehen. Also das habe ich jetzt bisher noch nicht so wirklich rausgekriegt, wie ich das eventuell umgehen kann. Das ist mir noch ein Rätsel. Aber hier müssen wir rein. Und dann hier rum. Wenn wir Glück haben, steht da gleich eine Wache, die wir ausnocken können. Ja. Zack. Aus die Maus. So. Und da unten könntet ihr jetzt noch einen Computer, einen Laptop hacken. Der aber schon steht, weil, Quatsch, nicht mehr steht, weil ich den vorhin schon, ja, ne? War schon mal hier. So, hier rein. Durch die Tür geht's leider nicht. Und jetzt kommen wir... Ah ja. Wir haben es jetzt mit Profis zu tun. Die haben die Wachmannschaft der Anlage sauber ausgeschaltet. Auch einen spannenden Punkt. Nicht nur die Wachen sind tot, auch alle Systeme. Ich muss ihren Hack hacken, um die Tür zu öffnen. Sonst kommst du nicht ans Zeug, das sie da reinschütten. Gib Gas. So, hier hochklettern. Geschafft. Du kannst weiter, Sam. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Wir können beide ausnocken. Oder mit einem Geräusch im Mitte versuchen, da hinten was hinzuhauen und die quasi abzulenken. Weil ich nicht failen will. Knocke ich sie aus. Dann können wir hier ganz gespannt durch. Ganz entspannt durch. Und jetzt wird's spannend. Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie. Wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche, das Abflussventil zu schließen. Mach das. Wir haben 10 Minuten. Dann ist der Wasserspiegel kritisch. Genau. Die pumpen also, wie ja schon herausgekriegt von dem Typen, den wir da vorhin so ein bisschen verhört haben, so minimal kurzfristig, pumpen die Chemikalien oder irgendwas hier ins Wasser. Und wir müssen diese beiden Pumpen, die da hier bei A und B markiert sind, die müssen wir ausschalten. Jetzt muss ich halt gucken. Wo ist denn der? Ach, der ist da oben gerade erst. Scheiße. Na, da verlieren wir jetzt eine Menge Zeit. Da oben ist nämlich der Dicke. Der Dicke geht immer hier runter und der kontrolliert die Anlage, ob noch ordentlich viel Wasser reinpumpt. Nein, 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 nicht hoch. Runter. Kuh, bitteschön. Da ist er. Und das Schlimme ist ja auch, das ist auch noch ein gepanzerter. Das heißt, naja. Guck, ob was läuft. Ja, läuft noch. Alle schicke, alle schicke. Ja. Sobald er sich bewegt, könnten wir eigentlich los. Das Problem ist jetzt der Typ da hinten. Der sollte da eigentlich nicht sein. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, fangen wir nochmal an. Jetzt guckt er nämlich. Scheiße. Ah, der Dicke ist eh noch da. Lauf weiter, du Drecksack. Vor allem, wo rennt der hin? Rennt der nach unten oder rennt der nach oben? Und wo ist der Dicke? Mann, Alter, meine Zeit läuft! Gut. Hauen beide ab. Zeit nutzen. Zack, rüber. Einmal mit E im Messer reine Yacht. Kabum. Die erste Pumpe ist aus. Charlie, ja. Was ist mit dem Ventil? Keine Ahnung, ihr Hacker ist gut. Schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Uff, was willst du denn hier? Eigentlich sollte einer der beiden nach oben gehen. Wo geht der hin? Eventuell kann man ihn vorbeischleichen? Nee, kann man nicht. Der sollte eigentlich jetzt die Treppe hochgehen. Da haben wir es mal wieder. Dass die künstliche Intelligenz, kann man es so nennen? Ja, man kann es so nennen. So, den gehen wir mal hinterher. Was macht er hier? Ist noch weit weg. Sehr gut.
So. Zack. Und hier warten wir mal, weil er guckt nämlich jetzt hier rüber. Und da müssen wir nämlich lang. Jetzt dreht er sich wie ein Brummkreisel. Auch nicht schlecht. Und... tschüss. Sehr gut. Hier lang. In der Deckung machen wir mal Folgendes. In der Deckung beschaffen wir uns Deckung. Ups. Ist der hier oben? Hallo? Okay. So. Jetzt müssen wir gleich noch einen ausnoggen. Wo ist er denn? Du nicht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Psst. Haust du. Alter, kann der Mongo sich mal verpissen? Danke. Tschüss. Und wo bleibt der hier vorne? Klar, dass du jetzt kommst. Du Trottel. Upsa, Schnauze. So. Der kann eigentlich... Hier kommt keiner lang. Hier liegen bleiben. Das Problem ist jetzt wieder, hier vorne ist die Pumpe. Oh. Schnell, schnell. Der Dicke ist nämlich gerade weg. Habe ich gerade gesehen. Los, hau rein, Mann! Jetzt noch 5, Sam. Zweite Pumpe ausgeschaltet. Grim. Das war gute Arbeit, aber zu spät. Ach, Dem. Was jetzt? Der Erreger hat kritische Werte im Wasser erreicht und der Hauptabschluss ist offen. Vielleicht nicht. Er hat mir das Ventil gesperrt, aber ich habe die Handöffnung freigeschaltet. Lauf dahin und dreh es manuell zu. Bin unterwegs. So. Das heißt, wir kommen schon ein bisschen zu spät. Wir müssen jetzt manuell abdrehen, aber das ist nicht so weit weg. Wir müssen bloß wieder den Weg zurück, den wir gekommen sind. Hier ist niemand. Sehr gut. Hier ab durch die Mitte. Jetzt aufpassen, dass der da oben nicht guckt. Das ist sehr gut, weil der ist nämlich hier. Wenn der jetzt hochgeht, genau in dem Moment schleichen wir uns dran vorbei. Dann müssen wir bloß noch auf den da hinten achten. Den tricksen wir aber auch aus. So, tschüss, Digga. Also den da. Scheiße. Warum kommt denn jetzt schon? Fuck it. Leise, 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 leise. Vorbei und ab durch die Tür. Und wichtig, 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 wichtig. Schließen. Nein! Die Tür schließen. Oh mein Gott. Schaffen wir das? Bam! Anlage gesichert. Wir können Amerikas Konsum wohl offiziell zum Fehlschlag erklären. Yes. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du da raus. Briggs? Hubschrauber am Boden. Auf geht's. Hubschrauber Einsatz. Dim, dim. Mission erfolgreich vollgeschaltet. Was? Ich hab ein Dingens. Ghost. Geht ja. Ne? 11, 11. Knockouts. Das flutscht, das flutscht, das flutscht. Effizienz 2300 extra Points. Panther sollte eigentlich keiner sein. Nö. Und Assault sollte auch keiner sein. Also ich würde sagen, habe ich ja richtig gut geübt vorher, wa? Meine Güte. Das hat geflutscht. Wie viel Cash kriegen wir? 27 Minuten, nicht mal 2 Folgen, Mensch. Ich habe mich von 7 Folgen für eine Mission auf 2 Folgen für eine Mission runtergearbeitet. Das ist sehr, sehr gut. Ist doch mal was. Juhu. Ich freue mich gerade ein bisschen. Ja, ja.
Das hat richtig geflutscht. Die Engineers haben eine Lieferung abgefangen. Sie war für ein Hochsicherheitsforschungszentrum an der Northwestern gedacht. Waffenfähige Pestbazillen. Damit könnte man eine ganze Stadt ausradieren. Gibt es Gegenmittel? Dein Test war negativ, bist nicht infiziert. Na, gerade kam das offizielle Okay aus Chicago. Gern geschehen. Feier dich nicht so ab, Charlie. Wir hatten Glück. Die ganze Mission basiert nur auf Vermutungen. Korrekt. Deshalb lassen wir uns nicht länger in die Defensive drängen. Haben wir denn die Wahl? Defensive erwartet Sadiq von uns. Es entspricht seiner Planung. Und darum greifen wir jetzt an. Und wie? Wir haben überhaupt keine Ziele. Außerdem verlangt die Blacklist unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir mit den Engineers weiter fangen spielen, werden wir früher oder später verlieren. Wir machen Jagd auf sie. Und zwingen sie, Fehler zu begehen. Yes. Juhu. Amerikas Konsum abgeschlossen. Und es haben sich neue Missionen erörtert. Welche haben wir denn alles? Lass mal gucken. Wir haben. Ach, hier unten. Privates Anwesen. Was? Sigdat Eldeste. Keine Ahnung. Ich kann doch nicht Paraguayanisch oder Südamerikanisch oder Brasilianisch oder Spanisch. Wie auch immer, Ladies and Gentlemen. Wir sind sowieso am Erfolgenende angelangt. Ich würde mal sagen, es war eine erfolgreiche Mission. Also finde ich richtig gut. Ist, glaube ich, ganz gut geflutscht, nachdem ich gefühlte 15 Stunden vorher geübt habe. Nein, kein Spaß. Also irgendwie zwei, drei Stunden habe ich vorher nochmal da durchgezockt und dann war quasi so einiges alles klar und es fehlt ja dann trotzdem, ne? Weil ab und zu hat es ja mit Glück zu tun und finde ich gut. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid, wenn wir nach Südamerika gehen, in ein schönes Anwesen, so wie es klang. Ich glaube, irgendeine Villa, ne? Und dann lassen wir uns mal überraschen, was da alles auf uns zukommt. Also, in dem Sinne, ich sage mal, jetzt ist es 3.29 Uhr morgens. Ich würde jetzt mal alles noch in den Renderer schicken, dann werde ich mich auch ins Bett begeben und dann kann morgen ein neuer Tag beginnen. Bis dahin, Tschüssi mit Küsschen, Rinjau.